Ich weiß, dass Kurzhantelfleiß eine beliebte Übung ist, aber ich bin kein Freund davon und in ein paar Punkten erkläre ich dir, warum ich es nicht empfehle. Einmal die Widerstandskurve. Hier oben haben wir nämlich gar keinen Widerstand. Hier wird der Widerstand schon mehr und hier unten ist er meistens zu viel. Dementsprechend sind wir gezwungen, ein Gewicht zu wählen und nur hier unten zu arbeiten, damit auch wirklich was an der Brust ankommt. Aber eine halbe Range of Motion wollen wir eigentlich nicht haben, auch wenn man dadurch natürlich einen Pump kriegt, als würde man ständig nur halbe Liegestütze machen. Zweiter Punkt, viele sagen, ja gut, ich habe hier eine gute Dehnung in der Brustmuskulatur, was aber auch nicht stimmt, weil eigentlich übernimmt hier der Coraco brachialis, der hier in der Achsel liegt. Der hier hat einfach eine bessere Position und arbeitet hier. Und wenn ihr mal genau fühlt, dann merkt ihr den auch hier. Ja, das heißt, halbe Range of Motion, Widerstandskurve passt nicht, ein anderer Muskel übernimmt. Es sind eigentlich keine guten Voraussetzungen für eine Übung. Lieber am Kabelzug, Seilzug oder an der Butterfly-Maschine, auch wenn das die gleiche Bewegung ist, ist ja der Widerstand anders.